10 Arten von Schülern, die sicherlich jeder von euch kennt. Schreibt auf jeden Fall rein, welche Art ihr seid. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Herr Schiedemann. Ja, natürlich. Und du? Ja, das freut mich, aber Sie sehen heute wieder besonders schön aus. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Mathe an. Ich hoffe, ihr habt alle schön eure Hausaufgaben. Ich freue mich so verdammt, der Scheiße. Ja. Ich hoffe, ihr habt alle eure Aufgaben gemacht. Ich würde sagen, wer möchte anfangen von euch? Ja, ein Problem. Soll ich an die Tafel oder? Ja, komm. So, die erste Aufgabe. Schreib. Okay, also a Quadrat plus 2 gleich die Formel aus 4 mal Pi ist 6,46436990. Ja. Gut. Bin ich noch Aufnahme B oder C? Ja. Okay, ich glaube, es reicht. Du kannst dich an deinen Platz setzen, das reicht. Jetzt können wir die anderen, los. Der Streber. Jo, was geht? Das ist ein geiler Kerl. Junge! Jo! Guten Morgen. Jetzt echt besser spielen soll. So ein Abfall, ja. Der Unterricht fängt an. Ey, ich kann ihn nicht verstehen, Kevin. Ey, das ist wirklich nervig, Kevin. Könnt bitte leise sein? Unterricht fängt an, ne? Unterricht, pipapo. Unterricht, Unterricht. Kevin, hast du die eine Ische? Oh, Junge, Junge! Der bricht uns hier beim Reden, was fällt dir ein? Komm, erzähl. So, also, schlag bitte. Ja, Moritz. Hör doch auf, ey, das ist doch mein Ort gewesen. Jo, was geht, Digga? Nee. Ey, sag mir, soll Döner mitbringen. Bruder, bring die zweite damit. Moritz, bitte mit Pizza Tzatziki, Digga. Ja, Bruder, mach. Was willst du? Die Asozialen. So, einmal auf Seite 71 das Lügengedicht analysieren, bitte. Okay. Bitte Chips wegrollen, wir essen hier nicht. Hallo. Wir essen hier nicht. Was? Warum, Bruder? Warum natürlich? Guck hier mal, die sieht das nicht, die ist dumm. Du hast den Herd vergessen, Digga, wo ist der Gasherd? Nein, nicht immer. Wollt ihr auch was sagen? Wollt ihr auch was? Wir machen wir sie auch. Natürlich nicht. Die in der letzten Reihe sitzen und nur essen. So, wir gehen einmal die Anwesenheitsliste durch. Also. Wir sind nur zwei Leute in der Klasse. Können Sie das nicht sehen? Moritz. Ja, hier ist da. Lea. Bin auch da. Johannes. Ist er da? Ich sehe den nicht. Wir sind hier die Einzigen in diesem Raum. Ja. Entschuldigung. Das ist schon wieder zu spät. Ja. Was soll das denn jetzt wieder? Vorhin, da ist ein Helikopter explodiert. Und ich muss wieder rennen und der Bus ist ja zu spät gekommen. Der Helikopter explodiert. Ja, los, komm, setz dich hin noch einmal, dann kommst du nicht mehr rein. Ja. Nächster Tag. Okay, Lea, bin da. Wir sind immer noch nur zwei Leute. Ich bin da, Frau Hartmann. Meine Bahn hat sich verfahren. Wie, die hat sich verfahren? Das sagst du ja schon zum 10. Mal. Ja, die hat sich einfach verfahren. Ich bin jetzt zu spät, ich tut mir leid. Einmal, dann wirklich. Aber nicht meine Eltern rufen. Am Tage darauf. Lea, ja. Moritz, ja. Johannes. Es tut mir so leid. Es tut mir wirklich leid, das ist wirklich was das letzte Mal. Was ist denn jetzt wieder? Ich muss Ihnen die Wahrheit sagen, ich habe verschlafen. Das ist wirklich das letzte Mal, ich komme nicht mehr zu spät. Wann ist das? Reicht jetzt, komm, du gehst jetzt auch mit mir raus, du kriegst jetzt einen Schulverweis raus mit dir, los! Der immer zu spät kommt. Lea? Lea? Oh, es ist so kalt. Hä, es ist voll warm. Willst du deine Jacke nicht ausziehen? So kalt ist es doch gar nicht. Das ist respektlos im Unterricht, ne? Was du da machst. Nein. Dann erfriere ich. Moritz, ist es kalt? Ja, es ist voll warm, weil es ist auch nicht kalt. Also. Ich meine, es ist sogar so warm, dass ich jetzt sogar mein T-Shirt ausziehen würde. Ich meine, oh, das ist heiß hier drin, würde ich sagen. Oh, das ist auf jeden Fall viel respektvoller, oder? Ich meine, ja, Moritz, das ist vorbildlich. Das erwarte ich. Ich habe noch Respekt hier in diesem Unterricht. Die immer frieren. Du weißt schon, dass Frau Hartmann mich ansieht, die Schüler hat, ne? Mich. Hat mir letztens gesagt, du zugezwinkert. Und hat mich... Nein, das ist meine. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich überleite den Platz. Ich habe Ihnen auch schon einen Kaffee gemacht. Guten Morgen, Johannes. Frau Hartmann, Frau Hartmann. Nein. Möchten Sie einen Kaffee, Frau Hartmann? Ja, Frau Hartmann. Ich setze ihn hin, ne? Also keine Sorge, Frau Hartmann. Danke. Was machen wir heute? Frau Hartmann, ich habe hier auch Hausaufgaben hier gemacht. Soll ich Ihnen die zeigen?
Du hast den nicht gemacht. Ich hab die viel mehr gemacht als du. Ich hab die viel mehr gemacht als du. Das ist meine extra Aufgabe. Ich hab die Sache für die nächsten 4 Jahre schon vorbereitet. Ja. Meine Tochter hat sich gestern Snapchat heruntergeladen und kennt sich jemand mit dieser App aus? Ich weiß es. Ich weiß die Antwort. Was ist die Antwort? Ah. Nein. Hartmann, Frau Hartmann, hier komm, ich mach. Ich mach Ihnen das hier. Also hier. Sie müssen einfach nur hier drücken und dann können Sie das hier abschicken. Okay. Das ist sehr einfach. Ja, danke schön. Ich brauche keine Hilfe mehr. Ich brauche keine Hilfe mehr. Ja, ich brauche keine Hilfe mehr. Nein. Die verdammten Arschkriecher. So, heute machen wir Gruppenarbeit. Das mögt ihr immer so gerne. Welche Gruppen wollen zusammenarbeiten? Wollen wir? Ja, es gibt hier niemanden. Ja, okay, hier. Hier ist ein Stift. Ja, danke. Und wenn ihr hier euch braucht, fragt mich. Also, das heißt mit den alleinen Kindern, der 13-jährige Bein holt seine Mutter alleine. Das ist mit der Mutter macht. Okay, gut, dann nehmen wir das. Wie läuft's so? Es läuft gut. Johannes, was sehe ich da? Jo, wenn du morgen kannst, dann. Ist das ein Mobilfreund? Johannes, willst du wenigstens das eine unterschreiben hier oder unterstreichen? Also, ja, wir haben sie fertig. Ja, genau. Nice. Okay, Namen, wir sind fertig, Frau Möhr. Dein Name musst du dann aber auch noch mit. Ich habe meinen Namen. Ja, das haben wir gemacht. Das hat uns so einen Spaß gemacht. Vor allem die Aufgabe hier, die war sehr toll. Die hat alleine gar nichts gemacht. Und die kriegen wir da so viele Notenwaschette. Ich glaube, du kriegst wohl eine ganz gute Note. Ich meine, du hast ja auch viel gemacht. Als Team haben wir so gut zusammengearbeitet. Bei euch beiden, aber Johannes habe ich ja gesehen, dass er was gemacht hat. Der nichts macht und trotzdem die 1 kassiert. Wach bleiben, es geht jetzt gleich los. So, wir fangen dann jetzt an. Ich lese euch vorher noch ein Gebet vor. Johannes, genau, Moritz, so, das Gebet geht jetzt los. Das Gebet. Wir schauen mit Zuversicht auf spannende, bunte Zeit ohne Einschränkungen antreten zu können. Schlaft ihr etwa? Nein. Was soll das? Nein, schlaf ich. Okay, das Gebet, Moritz. Hallo. So früh können Sie ein bisschen leiser sein, bitte. Johannes, aufstehen. Oh. Johannes, was soll das denn? Hier, Moritz, aufstehen. Warum nerven Sie mich so? Ja, los. Die nur pennen. Wie jeden Tag. Die nur schwänzen. Aha. Frau Hartmann, wisst ihr, was ich gerade beobachtet habe? Also, Moritz und Johannes, die haben sich gerade über sie sehr schön unterhalten. Sehr viel Süßigkeiten unter dem Tisch und habe alles dokumentiert. Ich habe Protokoll geschrieben. Am 28. März haben sie über sie gelästert. Heute haben sie noch über mich gelästert. Das war gar kein Kaugummi. Nein, das habe ich alles auf Tisch oder Bilder davon. Also, wenn sag nicht zu viel, ich habe auch Bilder von der Kamera gemacht von euch, wie ihr die gekaut habt. Die Petze. Jetzt die Outtakes. Ja, Bruder, mach. Was willst du? 90. Soll ich erst einmal? Ja. Ich konnte wirklich nichts dafür, Frau Fixi. Ja, was noch eine krasse Ausrede, so dumm ist. Deine Bahn hat sich verfahren. Ja. Stimmt, das ist echt ziemlich dumm, ne? Dass ihr auch fragt, ne? Ja, das ist los, komm! So. Es tut mir so leid. Ich muss Ihnen die Wahrheit sagen. Warum machst du? Ja, normal. Halt's jetzt, mir reicht das wirklich. Das ist. Schreib mich nicht an. Halt die Fresse jetzt. Das ist doch nicht Respekt. Ja, genau, so ist das. Hast du schon respektlos gesagt zu dir? Nein, ich muss sagen. Lea, das finde ich echt respektlos von dir. Ja, warte. Das war einfach zu dir.